Moin, moin, Leute. Ja, ich soll mal wieder los. Ich warte jetzt noch auf Thorsten und Robby. Denn, ja, wir wollen wieder Action machen. Eine Nacht auf alles, was beißt. Ja, ich werde hauptsächlich mit Futterkorb und Pose angeln, aber werde zwischendurch auch noch ein bisschen spinnern, denke ich mal. Da kommen die auch schon. Kann ich ja mal zeigen. Da sind die Jungs. Ja, guck mal, da zeigt er mir gleich den Finger. Der Sack, Robby. Ja, da sind sie. Ja, hier. Vergesse Religionen, erkenne deine Seele, entwickle deine Spiritualität. Was? Hallo Thorsten. Nein. Na? Was? Alles gut? Schon mit Handy? Ja, schon Intro machen, ne? Hi Robby. Na, alles fresh. Ja, Logo. Oh. Ja, wir wollen heute Fische fangen, oder? Ja. Oder? Und Gemüse essen und ja. Gemüsesuppe essen und schön aus dem Garten Röstchen. Ganz viel. Und noch vom Bauern. Ja, siehst du. Geile Sache. Ja. Ja, dann lass mal einladen. Guck mal, Leute, was wir hinkriegen. Wir fahren jetzt los und dann sehen wir uns am Gewässer. Bis dann. So, verschmiert. Sauber machen. Da Thorsten. Hallo Thorsten. Ja, klitschenass. Klitschenass, aber kein Regen. Doch, wir haben ein bisschen Regen. Wir haben jetzt erstmal die ganzen Sachen hierher geholt. Normalerweise wollten wir da hinten einen anderen Platz. Der ist aber besetzt. Jetzt sind wir wieder hier an dem alten, ich nenne ihn mal Schleinspot, wo ich meine Schlein gefangen habe. Und das ist krass, Leute. Das Wasser hier, ich schätze mal so 10, 15 Meter weit raus in diesem Bereich, ist das Wasser nur 30 Zentimeter tief. Und da fangen wir die Fische. Und dann hinten wäre das ein bisschen tiefer. So, wir bauen das erstmal auf, weil wir wollen erstmal Tarp spannen, damit das vor dem Regen geschützt ist, unsere Sachen, unsere Ausrüstung. Ich baue euch jetzt mal hier an den Baum fest. Mal gucken.
So, ich habe mal, anstatt Futter zu kaufen, mir selber Futter gemacht. Mit Paniermehl, weiche Haferflocken und ein bisschen Schokoladenpulver hier, damit das halt ein bisschen dunkler wird, das Futter. Und da kommen dann noch Rosinen und Mais rein. Und das mischen wir jetzt mal an. Das ist Müll. Ich habe auch nicht allzu viele mitgenommen. So, jetzt kommt erstmal der Mais mit dem leckeren Saft. Aber nicht alle. Das waren schon zu viele. Dann kommen wir hier zurück. So. Dann kommen da noch ein paar Rosinen rein, weil ich auch noch welche essen will. Ja, das ist mein So. Und dann ein bisschen Wasser. Schön durchgeknetet. Boah, Leute, wenn ihr das riechen könntet, das riecht so geil. Das ist so klamm, ne? Ja, ja. So, das lasse ich jetzt noch ein bisschen durchziehen. Bei 7 brauche ich das nicht, weil da sind so große Partikel drin von den Haferflocken und Rosinen und Mais. So, und dann kommt noch der Special Guest. Oh, da habe ich das gar nicht mit. Mal kicken. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Vanillebutter. Da kommt jetzt noch als Lockstoff da rein. Und dann habe ich noch Zitrone, das habe ich aber in der anderen Tasche. Das kann in Müll. So, da war es das Futter. Und jetzt kann ich auch gleich schon auswerfen. Tjo. Aber zum Angeln perfektes bisschen Nieselwetter. So Leute, ich habe mir mal Pop-Ups gekauft von so einem Asia-Shop. Riechen eigentlich recht geil. Leicht zitronisch. Zitronisch? Sagt man zitronisch oder zitronig? Zitronig, ne? Die sind echt weich. Und die werde ich jetzt, weil das Wasser ist hier ja nicht so tief, da habe ich hier, zeige ich euch mal, so ein Piekser, ja, so ein Piekser mit so einer Gummiöse,
Und die packe ich denn, wenn ich das jetzt ohne Brille schaffe, einmal durch die Öse durch. So. Und jetzt hängt der hier, der Pinöpel, am Haken. Also das ist so ein Gummiding, ne? Das ist flexibel. Dann kommt der Popper darauf hier. Pop-up. Dann versuche ich mal eine Schleie zu fangen. Und dann habe ich hier ein kleines Blei. Und der geht dann halt, das liegt dann auf dem Boden. Und dann liegt das Ding hier ungefähr so hoch. Einmal ein Stückchen weiter runter. Ja. Und dann auf Pose. Die Pose ist ja nur als Bissanzeiger da. Ist ja sowieso, aber ihr wisst, was ich meine. Nimmst du die Kamera mit? So, Leute. Die hier auf Futterkorb mit einem Maiskorn und einem Dendro. Die habe ich gerade erklärt. Pose mit Pop-up. Und die mit Futterkorb und drei Dendrobenas. Ja, jetzt lauern wir mal. Jetzt das erste Mal hinsetzen. Leute, hebt die Hände in die Höhe. Olé. And like we just don't care who you are. So, Pause. So, Leute, ich will wieder eine Challenge machen. Und zwar für die Leute, die das noch nicht kennen. Ich hatte das schon zweimal jetzt, glaube ich, gemacht. Erkläre ich das noch einmal. Ich habe hier zwei Würfel und der eine Würfel zeigt an Friedfisch oder Raubfisch, also zum Beispiel jetzt gerade Zahl Raubfisch oder ungerade Zahl Friedfisch oder wie auch immer, ne? Und der andere Würfel ist dafür da, wie viele ich davon fangen muss, bis wir wieder abbauen. Okay, und Thorsten, du sagst Friedfisch gerade oder ungerade? Friedfisch ist gerade. So, dann werde ich mal gucken hier. Ich sag 9. Du sagst 9? Ja, auch wenn ich nicht aufgefordert wurde. So. Dann schauen wir mal. So, erster. Das ist eine 6. Ich hätte die 5 genommen. Also ich muss Friedfisch fangen. So, und jetzt kommt zurück. Zurück. So, und jetzt muss ich, wie viele ich davon fangen muss. Ein! Ich muss ein Friedfisch fangen. Toll, ey. Nee, das ist zu einfach. Das machen wir nochmal. Einer ist zu, also eins zählt nicht. Von, ich sag mal, Minimum 3. Bis 4. 4 ist okay. 4 Friedfische muss ich fangen. Das kriege ich hin. So, ich muss den Akku aufladen. Hier nur noch ein Strich. Okay, seid gespannt. Ja, wir haben gerade Besuch bekommen. Der Alex ist gekommen. Hallo Alex! Ja, und jetzt haben wir hier Diskussionsrunde. Nette Gespräche. Aber ich muss jetzt mal pinkeln und da wollte ich euch mitnehmen. Nein, Quatsch. Es regnet schon seit 1,5 Stunden. Ja. Ich habe immer mal wieder Bisse, Zuppel, die also nur auf den Grundrouten, auf Futterkorb. Das zuppelt und zuppelt, aber
keine Fische drin. Mal gucken, welche mal hier. Ja, so ist das. Nee, aber ich muss wirklich mal pinkeln. Ich filme das jetzt nicht, ne? Auch wenn sich das einige wünschen, aber das tue ich nicht. Ja, dann kann ich noch mal ein paar Grüße raushauen. Ich grüße den Kiezekalle. Hallo, mein kleiner Diggerchen. Den Lönne und seinen Sohn Petri, würde ich mal sagen. Und, oh, warte mal, ich glaube, das ist noch schmutzig. Dann grüße ich noch den Lutze. Lutzimai. Dann grüße ich noch meinen Bruder, meine Tochter und ihr Freund Finn, den Lukas. Ja, das war's eigentlich auch erstmal. Silvio grüße ich noch. So, oh, voll die Mücken hier. Jetzt suche ich mir hier ein schönes Plätzchen. Boah, Leute, sieht das nicht geil aus hier. Guckt euch das mal an. Wie in einem Märchenwald. Hier die Brücke weiter. Ist das nicht geil? Da eine kleine Insel. So. Ist einfach geil. Das Gewässer ist göttlich. Gibt kein schöneres. Oh, voll die Mücken hier. Ja, eigentlich wollte ich noch ein bisschen spinnen. Aber ich stelle mich jetzt hier nicht in den Regen rein. Hier ist okay so, wenn die Bäume über einem sind. Da ist auch noch ein Weg rein. Aber sobald du denn keine Bäume über dem Kopf hast, wirst du nass. Und das schockt mich so. Obwohl, es ist nicht kalt oder so. Wir haben immer noch 22 Grad. So, ich gehe jetzt erstmal pinkeln. Ja, und es soll auch noch gewittern. Da bin ich mal gespannt, ob das noch gewittert. Ich würde mich freuen. Ich mag Gewitter. Und man sagt ja, vor und nach dem Gewitter beißen die Fische am besten. Aber an sowas glaube ich nicht. Ja, ich gehe jetzt erstmal pinkeln. Ach, das wollte ich auch noch mal zeigen. Das hier sind ja überall so Becken, ne? Also ein bisschen größere hier, da geht das hinten noch um die Kurve rum und so. Und in, unter der Brücke durch, dann ist da das große Becken und da ist ein großes Becken und hier ist ein großes Becken. Und hier ist ein kleines Becken. Und ich habe oftmals damals schon versucht, hier oftmals zu angeln, eine Pote reingeworfen, vielleicht auf Aal oder, aber nie was gebissen. Das ist hier so ein kleines Becken. Naja, vielleicht ziehe ich da mal einen Wobbler durch oder so. Vielleicht ist da ja ein Hecht drin, wer weiß. So, ich will jetzt erstmal pinkeln. Okay, Leute. Boah, ist das geil hier. Sieht so geil aus. Einfach genial. Wie so ein geiler Waldsee. Voller Schleim und Karpfen. Ja.